Hallo zusammen, ich bin Coach Glotz. Und ich bin Alex. Wir zeigen euch heute in Engelhorn und Reebok ein cooles Couple Workout. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Matte. Wir würden jetzt loslegen und wünsche euch viel Spaß dabei. Wir beginnen mit dem Warm-up. 60 Sekunden Hampelmann. Weiter geht's mit der zweiten Übung, High Knees. Achte dabei darauf, dass die Knie immer über der Hüfte sind. Jetzt zeige ich euch die wohnungsfreundliche Variante. Dazu könnt ihr auf der Stelle laufen. Dritte Übung, Walkouts. Achtet dabei darauf, dass die Beine immer durchgedrückt sind und ihr euch unten auf dem Boden kurz ableckt. Weiter geht's mit Mobilisation. Setzt dabei den vorderen Fuß unter das Knie, dreht den Arm von unten nach ganz oben auf und euer Kopf dreht dabei mit. We'll be right back.
2. Wir starten in der Liegestützposition. Die linke Hand an den rechten Fuß. Ablegen auf den Boden. Arme und Beine ausstrecken. Wieder zurück in die Liegestützposition und danach rechte Hand an den linken Fuß. Für die Ausgangsposition der Plank befinden sich die Ellenbogen unter der Brust, die Füße sind schulterbreit und das Becken ist leicht nach vorne gekippt. Für die Jump Squats gehen wir erstmal in eine klassische Kniebeuge und springen dann seitlich über die Beine unseres Partners. Nach der ersten Runde wechselt ihr die Position und kehrt die Übung um.
Im Wall Sit befinden sich Schulter und Rücken an der Wand und im Kniegelenk sind ca. 90 Grad. Wir bringen die Füße auf die Oberschenkel unseres Partners, bringen die Hände unter die Schultern, bauen Spannung im Rumpf auf und tippen im Wechsel mit den Händen die Schultern an. Und wir wechseln und tauschen wieder die Übung. Um die Handgelenke zu schonen, könnt ihr auch gerne die Taps von der Faust aus machen.
vereinfachte Variante bringen wir die Füße auf den Boden, wieder Spannung im Rumpf aufbauen, Hände unter die Schultern und wieder im Wechsel abtippen. Für die Push-Ups. Die Hände sind auf Brusthöhe, der Bauch ist auf Vorspannung, die Füße sind in einem neutralen Stand. Nach dem Absenken befindet ihr euch in der Bauchlage und hebt Arme und Beine an. Auch hier haben wir eine vereinfachte Variante für euch. Dazu könnt ihr bei der Liegestütze die Knie zur Hilfe nutzen. Thank you.
Das Training ist vorbei und die erste Übung, eine Dehnübung. Ihr zieht das linke Ohr zur linken Schulter und die rechte Schulter zieht dabei nach unten. Und wir wechseln die Seite. Hände unter die Schultern, die Knie unter die Hüfte und macht einen Katzenbuckel. Danach Spannung lösen, durchhängen lassen und atmen. Rückenlage, ihr stellt das rechte Bein auf, den linken Knöchel aufs rechte Knie und zieht den rechten Oberschenkel bei. Danach die Spannung lösen. Und wir wechseln die Seite.